Hilfe, die Börse bewirft mich mit Geld. Tja, Probleme gibt's. Da wären andere Leute froh wahrscheinlich, wenn sie die hätten. Ich dachte, das ist mal ein besserer Titel als immer nur hier die Po-Updates, so und so viel 1.000 Euro Kursgewinne, so und so viel 1.000 Euro Optionsprämien, so und so viel Dividenden und so weiter. Es ist ja tatsächlich so, jeder, der Aktien hat, der ist jetzt von Januar, Februar, März und jetzt den April, um den April geht's, der ist ja geradezu mit Kursgewinnen bombardiert worden. Das hat sich kaum vermeiden lassen. Ich denke, falls man ein Aktiendepot hat und man hat jetzt nicht außerordentlich hohe Kursgewinne erzielt, dann hat man definitiv die falschen Aktien im Depot. Jedenfalls, es geht ums Depot-Update und wir gucken uns mal die Zahlen an. Ich zeige auch nochmal, wie es sich von Dezember bis April bei mir entwickelt hat. Und ich denke auch, das ist symptomatisch tatsächlich, weil zum Beispiel, ich habe ja hier auch die Helden der finanziellen Freiheit und da schicken mir auch einige Bloggerkollegen ja schon ihre Errungenschaften, das heißt die neuen Zahlen auch für den April. Und ich sehe da ja auch, dass ich nicht der Einzige bin, der hier ziemlich viel Kursgewinne oder der sich über Kursgewinne freuen darf. Und da ist ja hier Helden der finanziellen Freiheit und da sieht man eben das Ganze und da steigt eben auch der Depotwert, der wird nämlich hier auch angezeigt. Jedenfalls dann, wenn die Bloggerkollegen ihn veröffentlichen, das passiert, da freue ich mich auch relativ häufig. Das ist natürlich schön für die Transparenz. Hier in dem Reiter steigt jetzt Wirecard, die haben ja ihre Quartalszahlen veröffentlicht, aber da schreibe ich auch noch was zu Blogeintrag, aber nur zu am Rande erwähnt. Jedenfalls eigentlich geht es ja hier um das Depot-Update. Was ist also passiert im April? Bei mir ist ja nicht ganz so langweilig wie bei einigen anderen Blogger-Kollegen. Ich tue ja nicht nur quasi fleißig in brav investieren und dann profitieren von einem größeren Aktienbestand, dass dann mehr Dividenden erzielt werden und dann auch das natürliche Dividendenwachstum, wenn man in gute Dividendenaktien investiert. Dann gibt es ja, sage ich jetzt mal, mit 5 bis 10% Steigerung im Jahr, kann man mit rechnen. Das heißt, dann wächst das Dividendeneinkommen. Bei mir, jetzt wenn wir dann auch nochmal mehr sehen, da spielen die Dividendeneinnahmen. Oh, ich habe den kleinen Bubble vergessen. Hier ist er. Da spielen die Dividendeneinnahmen eher die zweite Geige. Bei mir erziehe ich den Cashflow über Optionsprämien. Und dann, wenn ich mich ausüben lasse oder wenn ich direkt verkaufe, dann gibt es natürlich auch direkte Verkäufe und wir haben jetzt beides in diesem Monat. Also, wir haben Optionsprämien wieder 1660 Euro kassiert. Die sind alle schon geschlossen, wohlgemerkt. Und wir haben tatsächlich auch Kursgewinne, die realisiert sind. Da oben sind sie von 6.500 Euro knapp. Also, ich habe auch Aktien verkauft und da auch meinen Schnitt mitgemacht. Dadurch, dass ich Aktien verkauft habe, ist der Marktwert gesunken, obwohl in der Breite ja die Aktien gestiegen sind. Also wir haben auch realisierte Kursgewinne von unrealisierte Kursgewinne, Entschuldigung, von 7.300 Euro. Aber in Summe habe ich für 44.000 Euro Aktien verkauft. Und das heißt, entsprechend ist dann der Marktwert gesunken um ungefähr 30.000 Euro von 239.000 auf 200. 9.000 oder 10.000 ungefähr Euro. Und wie kam das Ganze dann zustande? Das sieht man ja dann schön hier. Ich behaupte, dass man es schön sieht. Wir haben hier die Verkäufe und zwar Wirecard und noch was. Ja, Facebook hier oben. Wirecard habe ich verkauft, da habe ich auch ein Video zu gedreht. Ich muss mal eine Playlist machen zu Wirecard. Das wird dann eine Fallstudie. Ich war ja von Anfang an mit dabei, als ich noch gar nicht involviert war in Wirecard, habe ja dann erst im Laufe meiner eigenen Recherchen für die Videos mir dann eine Meinung gebildet und mich dann ja auch oder habe dann ja auch investiert entsprechend. Und also Wirecard jetzt quasi verkauft, glattgestellt. Und dann Facebook, da habe ich mich ausüben lassen. Das sieht man hier dann mal die Optionsprämien und hier aber auch, dass der Kurs dann noch deutlich weiter gestiegen ist, sodass ich quasi die Aktien verkaufen musste. Mit 584 Euro unterhalb des Marktwerts, den ich gekriegt hätte, wenn ich direkt an der Börse verkauft hätte. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Allgemein habe ich mich jetzt schon ein paar Mal ausüben lassen bei Tech-Aktien. Also ich habe meinen Tech-Bestand reduziert.
Ich habe mir schon im Vormonat bei Alibaba ausüben lassen. Jetzt hat es also Facebook erwischt. Bin da also jetzt ein bisschen nicht blank, was Technologie betrifft, aber da ist jetzt Kapital frei geworden. Da warten wir mal eben, dass die Märkte wieder fallen. Weil wenn sie so stark steigen, dann werden sie auch mal wieder fallen. Langfristig steigende Unternehmensgewinne, steigende Kurse, steigende Dividenden. Langfristig, ja. Kurzfristig starke Ausschläge in beide Richtungen. Und da es jetzt eben 4 Monate in Folge nach oben ging, wird es auch mal wieder nach unten gehen. Apropos nach oben. Bleiben wir erstmal hier bei den Grünen, nachher kommen wir zum Roten. Also durch die Bank eigentlich Gewinner. Das ist halt, wenn man halbwegs gute Aktien im Depot hat oder gute Aktien im Depot mit steigendem Unternehmensgewinn. Wir haben jetzt übrigens auch die Earnings Season gehabt, die zum größten Teil jetzt schon rum ist, im April. Und bei den meisten Aktien kamen die meisten Aktien, die ich im Depot habe, kamen bei den Earnings relativ gut weg. Sieht man ja hier. Ohne jetzt die einzelnen Aktien hier alle aufzählen zu wollen. Ausreißer war 3M. 3M, über die habe ich auch ein Video gemacht. Gute Company, aber überbewertet. Das sage ich schon seit dem letzten Jahr. Ist natürlich die Frage, warum hast du da nicht verkauft, wenn du so schlau bist? Ich habe sie nicht verkauft. Ich habe mir echt überlegt, ob ich sie verkaufen soll. Ich habe sie nicht verkauft, weil die sind bei mir steuerfrei. Ich habe die schon so lange im Bestand, dass ich keine Abgeltungssteuer drauf bezahlen muss. Und die sind halt mehrere 100% im Plus und dann tue ich mich deshalb mit dem Verkauf schwer. Das ist der Grund, ansonsten hätte ich die längst verkauft. Gehen wir mal noch runter zu den einzelnen Aktienoptionen, die ich da hier so geschrieben hatte und geschlossen hatte im April. Ja, und da sehen wir eben, dass das einfach so weitergeht, wie es bisher auch schon läuft. Ich schreibe Optionen nicht auf alle möglichen Aktien. Ich habe da eben meine paar Aktien, auf die ich veroptioniere. Und so läuft es halt weiter. Ich schwenke jetzt eben um. Mache ich auch schon seit jetzt längerer Zeit. Von Puts auf Calls mit zunehmend steigenden Aktienmärkten. Und wie gesagt, hier bei Facebook habe ich mich jetzt ja auch ausüben lassen. Allerdings auch Puts. Wenn die Aktienmärkte dann wieder Schwäche zeigen, dann bin ich durchaus auch wieder gewillt, die Aktien zu ähnlichen Strikes, wie sie mir abgenommen wurden, wieder zurückzuholen. Natürlich lasse ich mich dafür entsprechend bezahlen. Hat jetzt bei Alibaba und Facebook nicht geklappt. Ist es schlimm? Nicht wirklich. Ich meine, ich kriege ja dafür Geld, ja, dafür, dass es nicht geklappt hat in Form von Optionsprämien. Das heißt, ich habe dann halt die Optionen am Ende wieder zurückgekauft. Stark im Gewinn und da unten dann halt noch Tesla. Gehört auch im Prinzip wie gehabt. Ich habe einmal meine Put-Option geschlossen mit Tesla, weil Tesla zu stark abgeschmiert ist. Aber mit den 18 Euro Verlust kann ich leben. Allgemein, man kann ja meine ganzen verkauften Optionen hier einsehen und da sieht man ja nochmal so genau, was alles passiert ist. Und wenn man dann zum Beispiel mal gucken möchte, was so mit Facebook alles so gelaufen ist, dann gibt man hier Face ein und dann sieht man eben die ganzen Optionen, die ich bisher so geschrieben habe. Und wenn man noch ein bisschen kleiner macht, dann sieht man auch, was da so bei hängen geblieben ist. Kann man auch mit der Alibaba oder Tesla und so weiter machen. Hier sehen wir übrigens noch eine relativ große Option, ne? Hier mit Wirecard. Die werde ich wahrscheinlich wertlos verfallen lassen, das ist jedenfalls der Plan. Noch 9 Kalendertage, dann ist die Option draußen. Dann ist die Option quasi ausgelaufen. Und sieht ja momentan ganz gut aus. Wahrscheinlich wird die dann auch verfallen. Was ich jetzt noch zeigen möchte, das ist mal hier die gesamte Entwicklung hier. Sei vom Dezember bis zum April. Und da kommt eigentlich auch der Titel her. Mit Hilfe, die Börse bewirft mich mit Geld. Und wie gesagt, nicht nur mich, sehr viele Leute, die in Aktien investieren. Und es ist wirklich schade, wie viele Leute hier ihr Geld auf dem Sparbuch haben oder jetzt Riester-Rente oder sonstige Dinge machen, die hochgradig unflexibel sind, Subventionsprogramme für die Finanzindustrie und einfach aus dieser Unerfahrenheit heraus. Also man sieht, und es gibt nochmal ein besseres Update bezüglich meiner
Investmentstrategie. Was wir hier sehen, ist, dass die Dividenden eine untergeordnete Rolle spielen. Das ist dass ich den meisten Cashflow mit Optionen generiere. Hier ungefähr das Verhältnis von 10 zu 1 jetzt. Wir sehen eben, dass es schlechte Monate gibt, wie eben den Dezember. Und wir sehen jetzt eben auch, wie sensationell im Prinzip der Aktienmarkt hier diesen Rebound hingelegt hat. Natürlich geht es dann auch mal wieder runter. Und hier eben 18.000 Euro jetzt quasi im Plus in den letzten 5 Monaten. Und da ist eben der schlechteste Dezember seit der großen Depression schon mit drinnen. Wir sehen, also diese 1,1 Millionen übrigens, diese Summe mal von den verschiedenen Marktwerten, das macht überhaupt keinen Sinn, aber das hier macht Sinn, deshalb habe ich es auch nicht ausgeblendet. Und wir sehen halt einfach, dass wir hier diese 18.000 unrealisierte Gewinne haben. Und wir sehen dann eben, dass wir realisierte Gewinne haben, die sind höher, die sind 24.000 Euro und das ist halt echt Cash, was in der Tasche ist in 5 Monaten. Da müssen andere eben schon viel arbeiten dafür. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ob das gerecht ist oder ob es ungerecht ist, aber das führt hier nicht weiter. Es ist halt einfach so, dass man mit Aktien einfach wirklich gut Geld verdienen kann. Wir sehen auch, dass die Währungsgewinne, weil es ja oftmals kommt, dass die Währungsgewinne hier eine untergeordnete Rolle spielen. Und die Frage, die mir dann auch immer wieder gestellt wird, das ist ja, weil die Optionen ja relativ gut laufen, wo ich den Broker habe, wo ich meine Optionen schreibe. Hier auf der rechten Seite, da kann man draufklicken, dann sieht man, bei welchem Broker ich bin. Sei nur noch mal am Rande erwähnt. Gut, dann war es das für dieses Depot-Update. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei euch klappt es auch ziemlich gut und wenn die Kurse einbrechen, sich nicht nervös machen lassen. Ist auch kein Zwang, also ich versuche nicht irgendwie zu sagen, dass Optionsschreiben ganz toll ist und dass man damit nur Gewinne machen kann, dass es der Weg für jeden ist. Es ist auch genauso legitim, einfach nur auf gute Aktien zu setzen und durch regelmäßiges Investieren und durch das natürliche Dividendenwachstum der Unternehmen dann eben auch den Cashflow zu generieren und dann eben auch auf lange Sicht schöne Renditen zu erzielen. Absolut genauso legitim. Also nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.